Ein Schweizerleben. Das ist Tim. Tim plaudert und flirtet in seinem Leben über 2 Jahre und 10 Monate. 2 Wochen seines Lebens küsst er Frauen. Unter anderem auch die Lena. Er hat 4000 mal Sex und während rund 16 Stunden Orgasmen produziert er knapp 16 Liter Sperma. Entsteht aus dem Liebesspiel zwischen Tim und Lena ein neues Leben, wiegt ein 2-monatiger Embryo 1 Gramm. Das ist gleich viel wie ein halbes Gummibärchen. Sobald das Kind auf die Welt kommt, wiegt es ca. 3500 Gramm. Das Kind heißt Luca und wird ein durchschnittlicher Schweizer. Als Baby trinkt Luca 400 Liter Muttermilch. Das ist so viel, wie eine Kuh in 2 Wochen produziert. Luca füllt als Baby über 4500 Stück Windeln. Wenn Luca keine Windeln mehr benötigt, verbraucht er bis zu seinem Lebensende 3600 Rollen Toilettenpapier. Wird diese Menge Papier ausgerollt, kommt man auf eine Distanz von 108 Kilometern, was einer Autofahrt von Bern nach Basel entspricht. Luca ist jetzt ein Teenager. In diesem Lebensabschnitt verbraucht er mehr als 4 Liter Antipickel-Gesichtswasser. Zudem spielt er über 3,5 Monate Computer- oder Videospiele. Nun sind auch Lukas 5 Geschmackssensoren voll entwickelt, unter anderem süß, sauer und salzig. Der salzige Geschmack hat es Luca angetan, denn in seinem Leben isst er 82 Kilogramm Chips. Alleine durch den Chipskonsum nimmt Luca 26 Kilogramm Fett zu sich. Zu seinen Lieblingsspeisen gehört auch Fleisch. Jede Woche konsumiert er 1 Kilogramm davon. Das heißt, während seines Lebens isst er 4200 Kilogramm Fleisch. Für die Produktion seines Fleischkonsums, der sich größtenteils aus Hähnchen, Rind und Schwein zusammensetzt, werden rund 29.375.000 Liter Wasser benötigt. Dieser Wassermenge entspricht rund 1200 großen LKW-Tanklastwagen. Doch zurück zu Luca. Dieser kocht 2 Jahre und 2 Monate seines Lebens in der Küche. Fürs Essen investiert er aber mehr Zeit, und zwar 5 Jahre. Sport treibt Luca allerdings nur 1 Jahr und 7 Monate. Sein Körper besteht aus 10% Fett. Jeder dritte seiner Freunde ist aber übergewichtig. Luca konsumiert gerne Alkohol. In seinem Leben trinkt er fast 9000 Liter Bier und 2000 Liter Wein. Alleine im letzten Jahr mussten 15.000 Menschen wegen des Alkohols behandelt werden. Das wirkt sich unter anderem auch auf Lukas Gesundheitskosten aus, denn dafür bezahlt er jährlich 3.125 Franken. Ein Zentralafrikaner könnte mit diesem Geld fast 7 Jahre lang leben. Doch Luca hat ein Herz für bedürftige Menschen. Er spendet, wie viele andere Schweizer, durchschnittlich 15.000 Franken in seinem Leben, das etwa 80 Jahre dauert.